Mein Vater geht jeden Sonntag mit mir die neuen Planeten durch. Ah, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Mirror mit mir Kingfight. Und das letzte Mal sind wir ja zu die Kirche von Wormhill gegangen und haben jetzt mitbekommen, warum die Kirche zu ist, weil wir mit den Totengräbern geredet haben. Die Stimme von King of Queens, von den Hauptdarsteller. In Wirklichkeit heißt er ja Kevin oder von Kofus Kopp und hat dann erzählt, dass der Pater zu einem Begräbnis da weggegangen ist, deswegen ist sie ja zu und habt ihr dann gesagt, und sie so komisch, weil hier nicht so viel los ist, kann der mal weg sein und hab erzählt, wegen, weil er komische Stimme gehört hat von einem Kind. Von einem Kind und es ihn verfolgt und war dann nochmal leise über und war dann schon mal weg. Und hab ja dann noch von mir erzählt, dass ich auch noch nicht davon von so einer paranormal die Scheinung noch nichts. Überhaupt noch nichts erlebt habe, obwohl ich kenne viele, die darüber schon erzählt haben, wie meine Tante. Muss mal kurz noch das erzählen. Die hat erzählt, dass beim Schloss zuerst oben hinterm Fenster, was sie gesehen hat, dann ist sie zum Tor gegangen. Der Eingangshalle, da vorne zur Haupttür. Haupttür. Puh, Haupttür. War zuerst verschlossen. Da wollten sie gehen. Mit einer Freundin war sie da. Und na, das so, okay, das ist alles zu. Dann hat die Freundin noch mal eine Tür geklingt. Dann war auf einmal offen. Und dann haben die da so auf einmal doch reingegangen. Dann haben die da auf einmal komischen Rauch und sowas Komisches alles gesehen und gewesen. Und wirklich, ich glaube, meine Tante, die hat mir auch Black Mirror, die von dieses Spiel und alles, was sie dir erzählt. Ich habe von die Resident Evil. Wo ich 6 war, wo das rausgekommen ist, durfte ich bei dir zuschauen, was da alles passiert ist. Und auf jeden Fall wollte ich nur erzählen. Und dann hat die da hoch Schiss und ihre Freundin auch bekommen und sind dann rausgegangen. Gruselige Geschichte. Im Schloss in der Nachbarstadt, beziehungsweise heutzutage ist es die gleiche Stadt. Zusammen, wir haben uns zusammengeschlossen mit der Stadt. Und dann hat ihr noch erzählt, noch eine andere Geschichte, wo ich noch kurz hinterher erzählen. Dann sind sie wohin gefahren und wollten eine Seitenstraße schneller fahren, weil auf die Hauptstraße so viel los gewesen war, wollten sie auf die Nebenstraße abkürzen. Die sind 20 Minuten da durchgefahren. Und jede 5 Minuten haben die den gleichen Baum gesehen. Den gleichen Baum, die kamen nie zum Anfang immer an. Mit einer anderen Freundin ist sie da durchgefahren. Hat sie da auch erzählt. Die hat wirklich so eine paranormal Zeug schon erlebt. Aber ich überhaupt nicht. Ich lasse mich übelst von sowas Zeug ein, weil ich gerne sowas auch miterleben möchte. Aber pff,
habe leider noch nicht so was erlebt. Deswegen glaube ich, was andere erzählen, die mir näher stehen, was Kumpelinnen und Freunde und alle Freunde erzählen, die ich näher stehe, kann ich das alles miterleben, mitverfolgen und glauben an die, dass sie das wirklich Sinn haben. Aber aus meiner Sicht ist alles, was sie sagen, ist wahr. Aber ich habe das noch nicht selbst erlebt, deswegen glaube ich das aus meiner Sicht nicht wirklich. Wie die ganzen Filme von Paranormal Activity. Das soll ja auch wahre Begebenheit und alles zusammen. Oder mit dem Videobrett, mit den ganzen Dokumentationen und in den Filmen, wo man so sieht, dass es aus der eigenen Kamera und wo der mit die Kamera redet, mit den Typen da. Das habe ich ja auch gesehen. Da glaube ich auch nicht dran. Aber ach, ich habe jetzt 5 Minuten geredet. Ihr könnt ja mal darunter auch noch unter dieses Video schreiben, was ihr daraus, was ihr denkt, ob das wahr ist oder Fantasie, ob ihr das schon miterlebt habt oder nicht, ob ihr daran glaubt oder nicht, oder wenn es erzählt worden ist, ob ihr daran glaubt, aber weil ich das nicht selbst erlebt habt, ob ihr daran glaubt und alles so. Werdet mal eure Geschichten erzählen, erwissen, was ihr daraus schlau könnt. Aber wir reden jetzt über mit den Totengräbern über die Kirche. Weiter zum Spiel. Tut mir leid, dass ich so abgeschweift bin, aber ich musste mal meine Geschichte davon erzählen. Okay, weiter geht's. Darf ich mich in der Kirche umsehen? Sie müssen warten, bis Pater Frederick wieder da ist. Bis dahin bleibt die Kirche abgeschlossen. Okay. Aber Sie könnten sie doch aufschließen, oder? Spielt keine Rolle. Sie bleibt abgeschlossen, wie Pater Frederick es angewiesen hat. Okay. Kann man nochmal mit denen reden? Überzeugen? Aha. Muss nochmal mit Spitzhacke nochmal 2 Schläge machen. Ich möchte nicht reden. Okay. Also, Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen! Das war nur der Totengräber, aber sonst kann man ja nichts mehr. Das ist immer noch zu. Kann man nochmal anklicken. Die Kirche ist abgeschlossen. Richtig. Okay. Ich kann jetzt nicht gehen. Wie, du kannst jetzt nicht gehen? Willst du mich irgendwie flachsen? Wo willst du jetzt noch hin? Es ist zu. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. So, nicht erkältet, sondern Nase. Ein bisschen zu. Möchtest du dich jetzt hier noch ein bisschen umschauen oder was? Wenn du noch nicht gehen möchtest. Wacke noch ein bisschen rum. Willst du noch mal das Grab dich anschauen? Die Kerze will du nicht angucken. Nee, speichern möchte ich mich jetzt. Und bei den Optionen, ja, speichern und so will ich mich. Will ich jetzt nicht. Was möchte er jetzt? Hä, was will er jetzt noch hier hinten? Als würde er jetzt noch bei der Kirche. Da kommt man eh nicht rein. Jetzt lauf schneller, mein Freund. Was sagt denn der eigentlich? Ach nee, das ist so hinterm Friedhof. Raus, kommt man nicht mehr. Die Tür ist doch abgeschlossen.
Du Idiot. Du mal, lauf schneller. Die Kirche ist abgeschlossen. Genau. Und hier kommst du auch nicht weiter. Was auch immer das ist. Ja. Was auch immer das ist, es scheint unvollständig zu sein. Ja. Jetzt funktioniert es. Ja. Ich kann jetzt nicht gehen. Ja, warum nicht? Mit dem möchte ich auch nicht mehr reden. Darf ich Sie stören? Ich möchte jetzt nicht gestört werden. Nur kurz, ich habe viel zu tun. Pater Frederick. Ist Pater Frederick inzwischen zurückgekehrt? Nein, ist er nicht. Oh. Es ist eine lange Fahrt von Windshire hierher. Vormorgen kommt er nicht wieder. Morgen? Ich würde gerne... Sie würden gerne in die Kirche. Aber ich habe schon gesagt, das geht nicht. Jetzt gehen Sie. Das hier muss sich vor Einbruch der Dunkelheit erledigen. Wer schlägt jetzt die Glocken? Es ist 7 Uhr. Ich sollte zum Haupttor zurückkehren. Ah. Wenn Herman sein Wort hält, wartet sein Helfer dort auf mich. Okay. Was? Da ist er. Sie sind Dr. Hermans Aushilfe, stimmt's? Ich bin nicht Dr. Hermans Aushilfe. Ich arbeite nur ab und zu für ihn. Sie sind Samuel Gordon, oder? Ich muss etwas abliefern. Ja, geben Sie es bitte mir. Ja, warum nicht? Mir ist es sowieso egal, wer Sie sind. Ich soll dieses Paket dem geben, der um 7 an diesem Tor steht. Damit ist mein Job erledigt. Nehmen Sie das, dann kann ich gehen. Warten Sie einen Moment. Mark. Sind Sie Mark? Ja, das bin ich. Warum? Harry hat gesagt, dass Sie in unserem Garten gearbeitet haben. Gelegentlich, ja. Na und? Ich habe eine Frage zu William Gordon. Was können Sie mir von ihm erzählen? Nichts. Ich kannte ihn kaum. Ich habe nur im Garten gearbeitet. Ich habe es eilig. Wollen Sie sonst noch etwas? Nein, danke. Gut, dann bis dann. Wiedersehen. Hoffentlich finde ich das, wonach ich suche. Hoffentlich. Dann bis dann. Das muss ich jetzt auch sagen. Dann bis dann. Der hat das einfach nur hingelegt, die Schachtel. Und? Darin sind nur eine Uhr und ein paar Habseligkeiten. Eine Uhr? Hier hat William irgendetwas angemerkt. Ein Zettel da drin. Für meinen vergesslichen Kopf. Der Weg zum Schlüssel beginnt in der Bibliothek, bei meinem Schreibtisch, versteckt unter dem blauen Vorhang der ungeschriebenen Worte. In der Bibliothek? Und ungeschrieben in dem blauen Vorhang. Kann das Tinte sein? Tinte. Unbeschriebenen Worte. Da, das ist geil. Das ist mein gutes Rätsel. Ich muss jetzt immer sowas sagen, wenn das stimmt. Und was ist unbeschrieben? Ein Vorhang. Ein unbeschriebener Vorhang. Eine Patrone. Heutzutage. Und Hermann ist jetzt wirklich weg. Okay. Gehen wir jetzt hier hin, ne? Und es war ein Federhalter da drauf, also wir müssen jetzt hier.
Bei dem Tintenfass. Unter dem Tintenfass ist ein Knopf. Ich versuche, ihn zu drücken. Ja, mach das. Da hat sich was eröffnet. Und man hat so einen geheimen Schrank. Da ist eine Art Schachtel. Die nehme ich. Ja, nimm die mal. Ja. Was hast du jetzt genommen? Aus Hartholz gefertigte Modelle der Planeten unseres Sonnensystems. Ah. Okay. Warte mal, das ist das Rätsel. Jetzt lauf doch weiter, oder muss ich jetzt mal zurückgehen? Und jetzt so das. Und jetzt das einfügen. Hallo? Aus Hartholz gefertigte Modelle. Nee. Das ist es. Oder muss ich das hier draußen? Ah, das muss ich so. Hä? Ich dachte. Ah, nicht denken, der hat das jetzt eingefügt. Und jetzt muss ich dieses Rätsel lösen. Sagt er nochmal was dazu? Nein. No. Oh, wartet mal, ich bin gleich wieder da für euch. Ich krieg gerade einen Anruf. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt müssen wir dieses komische Sonnensystem-Rätsel lösen mit. Mein Vater geht jeden Sonntag mit mir die neuen Planeten durch. Ah, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Das müsste eigentlich Pluto sein, oder nicht? Dieses komische Teil, das kleinste, was heutzutage nicht mehr als Planet bezeichnet wurde. Das ist Saturn. Das ist die Erde, oder nicht? Aha. Saturn müsste eigentlich als Fünfter hinkommen. Von außen nach innen. Dieses, ich hab keine Ahnung. Das müsste da ein sein. Ah, okay. Das müsste als viertes so schön sein. Die Erde, glaube ich, müsste da hinkommen. Und dieser dahin. Dieser dahin. Diese rote zweitkleinste müsste da hinkommen.
Dieser grüne müsste da hinkommen. Und der rote Venus müsste eigentlich hinkommen. Doch verkehrt. Doch verkehrt. Glaube ich das dahin? Und das dahin. Ich hab's richtig. Da musste noch die zwei rote vertauscht werden. Okay. Das war's. Ja. Großer Schlüssel. Das muss Williams Schlüssel sein. Hoffentlich. Okay. Die Sonnensysteme. Okay, wenn das der ist, dann müssen wir ja hoch in sein Zimmer. Und gucken, ob er richtig dann ist. In den Turm. Warte, warte. Jetzt hier hin. Und zum alten Flügel. Dann zum Dachboden. Da müssen wir hier die ganze Zeit weiterlaufen. Der macht einen Moonwalk nach vorne. Und hoffentlich, dass, ob das dieser Schlüssel wirklich ist, sieht man, Williams Schlüssel steht da schon. Ob das wirklich der Schlüssel ist, wird man leider erst in der nächsten Folge wissen, weil diese Folge ist leider schon wieder um. Hoffentlich hat es euch wieder gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wiedersehen!